Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims. Ja. Wo waren wir denn stehen geblieben? Muss er heute überhaupt in der Arbeit? Nee. Ich will heute mal was ausprobieren. Ach du Scheiße, jetzt kommt die Olle. Oh nee, jetzt wollte ich mal die Gegend erkunden. Ja, nachdem das letzte Mal ja, oder das vorletzte Mal, Sims abgekackt ist aufgrund fehlenden Internets. Was überhaupt keinen Sinn macht. Ja, hier. Reinplatzen, ohne zu fragen. Und dann hier. Was ist mit Felix los? Schaut ihn in Drama und deswegen. Findest du? Die kommt einfach, wann sie meint. Ich mache ja bestimmt keinen Antrag. Ah, okay, jetzt geht's ums Eingemachte. Genau, Caro, geh mal raus. Ah, das wird jetzt als das erste Techtelmechtel gezählt. Stimmt, da ist doch Caro mal reingeplatzt. Alles klar, Raketen im Bett. Ob das gesund ist? Ich weiß das nicht. Außerdem vieles mehr erfahren Sie in der nächsten Folge von. So, warte mal. Ja. Und sie haut ab, oder? Sehr gut. Die kommt kurz zum Vögeln und haut dann wieder ab. Ist ein bisschen angespannt. Outfit ändern. So, Moment. Wir machen mal ganz kurz hier Pause. Und zwar, ich will mit Philipp. Kann man hier nicht hinreißen? Gewürzemarkt. Wir sind ja im Künstlerviertel. Ich muss mal ganz kurz gucken. Es wird ja ein lustigerweise angezeigt, wer wohnt. Wer wo wohnt. Oh. Irgendwie fehlt da was. Da gibt's keinen weiteren Stock. Hier gibt's keinen weiteren Stock. Hier gibt's auch keinen weiteren Stock.
Wo habe ich die denn hingesetzt? Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ich hätte schwören können, dass ich einen Haushalt irgendwo hingesetzt habe. Naja, das werde ich mal machen, wenn ihr jetzt nicht dabei seid. Gewürzemarkt. Haus zum alten Seebären. Nee, dann bleiben wir zu Hause. Dann bleiben wir zu Hause und werden jetzt einfach mal auch nochmal das Sportgerät. Das steht jetzt mitten im Raum, ne? Hier hinten, da wo es ja eigentlich vorgesehen war, platzieren. Und hatten wir nicht letzte Folge uns jetzt dann nochmal ein Laufband gekauft? Oder habe ich vergessen zu speichern? Ich bin gerade echt irritiert. Ich bin, glaube ich, gerade irgendwie dämlich, weil ich habe gerade irgendwie das Gefühl, wir hätten das letzte Mal ein Laufband gekauft. Oder hatte ich es mir kurzzeitig anders überlegt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich müsste echt nochmal reingucken. Ja gut. Dann schicke ich jetzt einfach mal... Ach, ich habe noch was gekocht, ne? Nee. Ist alles wieder weg. Personal einstellen. Machen wir eine Familiengröße. Speck und Dingens. Alter, wie lang ist denn der jetzt benommen? Oh nein, ey, die geht mir ein bisschen auf die Nerven. Ständig will die Party machen. Das sind halt diese jungen Erwachsenen. Aber dafür ist der gute Nesto oder ich einfach mal zu alt. Ja. So. Mit Caro warten wir jetzt einfach mal, bis das Essen fertig ist. Und die Jungs könnten sich jetzt einfach mal Film ansehen. Mit Hendrik zusammen. Der Hendrik ist, glaube ich, auch schon angespannt. Genau. So. Gucken, wie er es da macht. Ob es wieder anbrennt. Zumindest fällt ihm schon mal das Salz nicht wieder rein. Komisch, aber hier... Nachbar am Nerven. Wegen dem Internet. So. Ach so, ja, Caro. Die kann jetzt eigentlich auch ein Gericht nehmen. Dann geht sie mal duschen. Hat sie für ihre... Irgendwie hat sie da noch keine Kolumne geschrieben. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das dauert, bis man ihre Kolumne fertig hat. Lassen wir sie jetzt erstmal sitzen. Die ist ja eher am Essen. Also da sind sie einheitlich. Wenn es um Filme geht, da hocken sie sich alle hin. Ist aber tatsächlich oft so. Was macht der Marvin? Wo ist der Marvin? Der geht schlafen. Okay, der hat keinen Bock mehr. Verstehe ich. Die Säcke machen sich einfach mal Speck, obwohl ich Vegetarier bin. Würde ich mir auch denken, was wollen die von mir? Was ist mit Felix los? Der ist zurzeit echt so ein bisschen... trantütig. Ich kann ja mal gucken. Toilette ist nicht voll, soweit ich das sehe. Ja,
So. Okay. Dann schicke ich meine noch schnell hier auf die Toilette. Und dann pennen. Sehr gut. Oh, der Hendrik hat aber viele Defizite. Wir lassen ihn jetzt aber trotzdem schlafen. Der hätte sich jetzt auch was zu essen nehmen können, hat aber leider nicht getan. Aber wir machen noch weglegen. Mal noch eben weglegen und dann schlafen. So, wer ist denn jetzt noch wach? Die Caro. Aber irgendwie geht bei ihrer Vorführung oder ihrer Kolumne nicht so viel voran, habe ich das Gefühl. Aber da ist auch kein Haken und nix. Also auch kein Kreis zum Erfüllen. Gut gelaunt zur Arbeit gehen, Tagesaufgabe erledigen, gute Beziehungen mit Kollegen unterhalten. So. Das kann man aber gar nicht mehr so steuern wie früher. Früher konnte man dann richtig sagen, hey, pass auf, mach mal in der Arbeit ein bisschen mehr Gas. Alter, das ist so ein Saftsack. Alter, das ist so problematisch mit den Nachbarn. Ich glaube, den müssen wir mal um die Ecke bringen. Der geht mir echt auf die Nerven, der Sack. Und das ist jedes Mal. Also einmal pro Woche kommt das mit Sicherheit vor. Kochen, Gartensalat, kann das dann auch gleich essen. Dann kann er noch schlafen gehen. So. Ich gehe jetzt sofort wieder schlafen. Alex kann jetzt mal ganz kurz noch auf die Toilette gehen. Und dann geht er auch wieder schlafen. So, Hendrik, der hat ja die größeren Defizite. Der kann sich noch die Reste nehmen. Geht dann noch duschen. Auf die Toilette. Und dann auch wieder schlafen. Die will mit mir dahin. Nein. Nein. Kein Interesse? Oh, jetzt geht auch schlafen, Caro. Ihr müsst doch alle morgen wieder in die Arbeit. Hendrik hat auch gecheckt, dass er jetzt mittlerweile stinkt. Er ist schneller, dann kannst du schneller, ne? Marvin, jetzt mach mal hin hier. Sollst du auch was essen? Der Hendrik sollte jetzt eigentlich auch gleich wieder ins Bett gehen. Mal ein bisschen Gas. Also den Teller hat er jetzt ruhig auch noch mit aufräumen können. Hat er jetzt auch, sehr gut. Alter, der Hendrik hat jetzt die Spüle ganz dreckig hinterlassen. Das geht ja gar nicht.
Putzen mit Elan. Ich hätte es ja eher mit Spüle gemacht, aber mit Elan ist auch okay. Ich habe so die genaue Funktion der Infotafel jetzt noch nicht ganz verstanden. Aber vielleicht kriege ich noch die Erleuchtung. Spezialrezept zubereiten. Ich glaube, das ist dann... Wieso kann er das? Okay. Felix hat Langeweile, habe ich das Gefühl. Aber wir könnten echt mal noch überlegen, ob wir noch eine Katze adoptieren. Wäre auf jeden Fall interessant. Wobei, das machen wir, wenn wir eine größere Wohnung haben, ne? Und wir gehen jetzt auf jeden Fall der nächsten Folge nochmal mit Marvin mit. Weil wir hatten eigentlich schon unsere Sache erledigt, dass wir befördert werden. Und dann war das Internet weg. Wieso auch immer. Wir lassen jetzt einfach mal, dass er einfach ein bisschen auch gut gelaunt ist. Der macht schon, worauf er Bock hat. Das wird schon passen. Wir machen jetzt noch Kochen auswählen. Wir werden jetzt nochmal was kochen. Und zwar... Er kann jetzt tatsächlich schon mehr. Das ist ganz cool. Pfannkuchen. Machen wir doch mal welche, oder? Ja, mittlerweile ist der Kochskill schon ziemlich gut geworden bei mir. Ich bin daheim tatsächlich auch so derjenige, der ein bisschen rumprobiert. Ne? Ich bin immer der Typ, der frei Schnauze kocht. Ich koche nie nach Rezept eigentlich, sondern eigentlich immer, worauf ich gerade Bock habe. Und misch halt rein, worauf ich Bock habe. Und das geht eigentlich meistens sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also bis jetzt kam noch nichts raus, wo ich gesagt habe, boah, ey, das war jetzt ein Schuss in den Ofen, wie jetzt Team Rocket sagen würde. Nee, das waren immer ganz solide Gerichte. Am Anfang hat es halt ein bisschen fad geschmeckt, weil zum Beispiel seit längerem tatsächlich in meine Tomatensoße, wenn ich irgendwie Spaghetti Bolognese mache oder sowas, tatsächlich Curry rein. Nicht viel, nur ein bisschen. Aber es hat mir so den nötigen Pep gegeben. So, wir sehen uns auf jeden Fall jetzt in der nächsten Folge, weil, ja, jetzt ist es mal vorbei für heute. Nächste Folge werden wir auf jeden Fall mit Marvin jetzt mal auf Streife gehen. Kennen wir ja schon, ne? Aber wir machen es halt nochmal. Ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.